Mithilfe von Xenios und Coderköpfen lassen sich differenziertere Abläufe festlegen. Zur Anweisung Dalsenio al Coda müssen Sprungmarken gesetzt werden. Diese finden Sie im Bearbeiten-Bereich des Programms bei den Musiksymbolen. Das Vorspiel soll ab Zeichen bis Coda erfolgen, dann sozusagen von Kopf zu Kopf springen, bevor das schon bekannte Da capo al fine angezeigt ist. Capella wird die gesetzten Sprunganweisungen und Sprungmarken beim Vorspiel berücksichtigen. Für den Musiker hingegen ist der Ablauf nicht auf den ersten Blick zu erfassen. Sie sollten deshalb beim Setzen von Sprunganweisungen immer überlegen, ob die Übersicht für den Musiker gegeben ist. In diesem Beispiel findet sich der Musiker sofort zurecht. Das Abrücken des Coda-Teils hilft dabei. Besonders in mehrstimmigen Partituren sollten Sie darauf achten, dass die Sprunganweisungen die Gültigkeit ganzes System haben. Die Bühne frei, die Bühne frei, die Bühne frei.